Welcome back in meinem Ultimate Team vom Allerfeinsten und natürlich der 9. Folge. Ich weiß gar nicht, wie viel Zahlen ich machen muss. 5 und eine 4. Also, 9. Folge meines WM-Tagebuchs. Heute mal wieder aus dem Ultimate Team. Denn, wenn ich diese Mannschaft mir anschaue hier, was ist denn das für eine geile Scheiße? Was ist denn das für eine motherfucking geile Scheiße? Und ich habe so ein bisschen was vorbereitet, damit es ein bisschen cooler kommt. Ihr wisst ja, ich habe ja vor der WM das Summer Sale Team gestartet. Aber heute würde ich ganz gerne mal richtig schönes Pack Opening machen. Und morgen mache ich auch eins, denn was ich jetzt an Karten habe, kann ich euch gar nicht zeigen. Also, im Shop habe ich 99 Sets. Ah, geile Geschichte. Ich würde mal sagen, ich fange einfach mal an und erzähle so ein bisschen über den Spieltag gestern. Was gestern so los war, was mir so gefallen hat. Oh, 99 Karten. Ja, wen fange ich denn an? Ich nehme mal hier vorne, hier. Da habe ich ja ein bisschen Glück. England gegen Uruguay. Jetzt muss ich gerade überlegen. Was war das für eine geile Partie? Leck mich fett, ey. Hab ich gezittert. Unglaublich. Wahnsinn, okay. Hier ist schon mal nichts drin. Das kann man direkt, würde ich mal sagen, abstoßen, wa? Wie macht ihr das eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Wie macht ihr das? Stoßt ihr die Karten denn, die hier so? Die sind ja nix. Die kann ich hier direkt wieder abstoßen, oder? Jo, und weg. Wie gesagt, England. Ich habe schon gedacht, der Rooney, der kriegt gar nichts mehr auf die Kette. Ich war echt der Meinung, der kriegt nichts mehr hin. Und dann macht er endlich nach dem 30. Torschuss sein erstes Tor. Unglaublich, aber Suarez, eiskalt der Boy, oder? Unglaublich. Der kommt auf jeden Fall in meine Mannschaft des zweiten Spieltages für mein WM-Tagebuch. Auf jeden Fall. Jelavic, ich kann mit den eh nichts mehr viel anfangen. Ich will ja so einen Grün haben, liebe Leute. Von daher gucke ich mal, dass ich hier noch ein paar Kärtchen aufmache. Ja, ansonsten, die anderen beiden Partien waren durchwachsen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich fand sie jetzt eher nicht so megamäßig spannend. Deswegen habe ich da auch nicht im Detail drauf geachtet. Hab sie mir so ein bisschen nebenher angeschaut. Wie gesagt, ich fand sie nicht so prickelnd. Sie haben mich jetzt nicht so überzeugt. Von daher war es auch nicht so wirklich schlimm, wie die ausgegangen sind. Das 0-0 Japan, muss ich dazu sagen, da war ich schon halb tot im Bett gelegen. Also ich war echt müde gestern. Aber ich habe zu Ende geschaut. Was willst du zu Ende schauen? 0-0 ist 0-0 und erinnern wirst du dich in 10 Jahren an das Spiel definitiv nicht. Uruguay, England wird auf jeden Fall noch ein paar Monate im Gedächtnis bleiben. Definitiv. Wie ihr seht, ich ziehe hier irgendwie gar nichts. Was ist denn da los? Sag mal. Wir haben jetzt aufgemacht 3 Karten. Ich habe immer noch 99 Karten. jetzt 98. Jetzt sind es 98. Ich suche mal hier immer die schön raus. Also, mal gucken, ob der Alaba mir ein bisschen Glück bringt. Man muss ja mal ein bisschen Glück haben, oder? Das gibt's ja gar nicht. Jetzt habe ich so viele Karten im WM-Modus gezogen, als dass ich jetzt ja hier eigentlich mal ein bisschen Platz hätte. Aber ihr seht, wie wir sehen wir nichts. Ich mach mal ganz kurz eine Alternative und kauf mal ein Package. Vielleicht habe ich ja da ein bisschen mehr Glück. Hier, das hier, Spezial. Schau mal einer an da. Was haben wir denn da für eine schöne Sache? Spezialset. 5 Stück kann ich da ziehen. Nein, komm mal her hier. Komm mal her jetzt hier. Zeig mal an, was ab ist. Was ist das? Was geht ab? Was geht ab? Bin ich mal gespannt. Ich will einen Robben haben. Mehr will ich gar nicht. Fred! Ey, naja, ja, ich sag jetzt wow, aber so richtig pralle finde ich ihn jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Pizarro ist mit dabei, unglaublich, Fred und Gibbs und, ich füge sie mal zum Verein hinzu, die will ich jetzt nicht verkaufen, in Ordnung, das kann ich wegmachen. Ich mach noch so eins auf, oder? Bam, 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 guck mal, also, und, noch ein bisschen Glück. Ansonsten hebe ich mir noch 2 für morgen auf, wenn ich brauche. Man muss das ein bisschen auf die Tage staffeln, weil wenn du alles auf einmal aufmachst, dann hast du einfach kein Glück, glaube ich. Benatia finde ich geil, Victor Valdez auch, Bussofa auch nicht so schlecht. Also Benatia, der war ja bei Bayern auf dem Plan gestanden. Ganz spannend. Okay, es sind jetzt schon seltene, aber jetzt nicht die Mega-Burner. Deswegen würde ich sagen, machen wir noch eins auf. Also ich kann mich noch nicht wirklich freuen. Wie gesagt, ich würde ja ganz gerne den grünen Robben haben. Ne? Das wäre so mein Ding. Oder den Müller. Der grüne Müller oder der Robben. Also das wäre so mein Ding. Da würde ich mich wirklich, wirklich freuen. Also, gehen wir nochmal rein. Letzte Package. Jetzt gib mir doch eins. Also von denen jetzt hier. Dann mache ich noch ein paar von den Gammel-Packages. Oh, vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Glück. Also, und? Ach, Mann. Na. Das ist nichts Tolles, wenn wir ehrlich sind.
Leute, das ist doch nichts, oder? Hier, kriegt noch ein gratis Goldset. Ich habe schon so viel gratis Goldsets. Jo. Jo, jo, jo. Also, naja. Ich denke mal, der eine oder andere hätte sich bestimmt gefreut. Ich kann mich nicht freuen. Ich finde da nichts. Eins noch? Nee, das andere mache ich morgen. Ich will ein bisschen Glück brauchen. Wie lange geht denn das noch? 6 Stunden nur noch. Oh Gott. 6 Stunden. Also muss ich mich beeilen. Also, dann nochmal 3 von denen hier. Da muss man mal ein bisschen Glück haben, oder? Hier. Komm, ich mache noch 3 von denen auf und dann muss es jetzt einfach reichen für heute. Ich kenne ja mein Glück. Ich habe ja nie Glück. Dann will ich mal welche haben, dann kriege ich sie nicht. Wenn ich sie nicht will und fuck auf Ultimate Team mache, dann kriege ich sie. Ne, klar, dann kriege ich sie. Dann kannst du alles wegschmeißen hier, den ganzen Quatsch weg. Das ist alles wieder nix. Also da kann man sich noch nie mal richtig freuen, weil jetzt Falcao, der ist ja gar nicht dabei. Der ist ja gar nicht bei der WM dabei, der Boy. So, jetzt aber. Komm, gib ihm. Ich habe hier echt nur Scheiße drin. Aber der Uruk war ja nicht schlecht. Im Grunde. Aber war doch über Uruguay. Ich weiß gar nicht. War noch Uruguay, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Also, da bin ich jetzt wieder so schnell drüber geschaut. Und mit meiner Flaggenkunde. Mit den Schwanzinseln. Ihr wisst schon Bescheid. Kommt schon jetzt. Ich mache jetzt noch 3 von denen auf. Und dann muss es rocken. Ey, ohne Scheiße. Das ist doch hier ein Dreck. Komm jetzt. Ich habe ja von denen so viel, ich könnte da einen ganzen Monat lang aufmachen, ne? Könnt jeden Tag, länger noch, 3 Monate jeden Tag ein Paket. Alter, Scheißdreck. Scheiße. Komm, Messi. Ich habe auch wirklich im Schnitt nur Scheißkarten. Wirklich, ohne Scheiß. Nur Scheiße. Scheiße. Hier, die Portugiesen, ja, die sind ja für mich... ist ja gefundenes Fressen. So, ja, ansonsten, liebe Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder ein... morgen gibt es kein WM-Tagebuch, denn morgen spielt Deutschland und da bin ich relativ frühzeitig schon weg. Und ich denke mal, macht ihr ähnlich, ne? Ihr geht auch Public Viewing, ist ja keiner zu Hause und guckt zu Hause im stillen Kämmerlein. Beziehungsweise bin ich... Man kann schon zu Hause gucken, aber nicht alleine, denke ich, ne? Machen ja die wenigsten... Also den mag ich, den Aysaidi, den mag ich. Und hier Suozo. Man müsste sich echt eine chilenische Mannschaft zusammenbauen. Ohne Scheiß. Den packe ich mal in den Verein zumindest. Ja, der Rest kannst du weghauen. Wie gesagt, morgen gibt es kein WM-Tagebuch. Dafür gibt es dann am Sonntag eine bisschen längere Folge. Und dann plane ich ja noch das Fußballmanager 13 Let's Play mit Deutschland als Nationaltrainer. Gibt es vielleicht auch schon morgen, aber nur vielleicht, wenn ich das schaffe. Ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ah, vielleicht ist auch gar nicht dabei. Also hier ist echt... Komm, eins noch. Und dann mache ich noch später. Ich brauche mal eine Pause. Man muss mal pausieren. FIFA neu starten. Und dann läuft es besser. Also gibt es heute eben 2 Ultimate Team Folgen. Ist doch egal. Mein Gott, es kostet ja auch alles nix hier. Alles raus. Macht doch nix. So. Zack, 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 zack. Ja, okay. Komm, eins noch und dann ist mir es wurscht. Und dann in der zweiten Folge philosophiere ich ein bisschen über die Spiele heute Abend. Und warum so viele Tore bei der WM fallen. Das ist mein Thema in der nächsten Folge. Und jetzt habe ich Glück. Ja, Cagliera kann man gebrauchen, aber er war schon doppelt. Quagliarella. Leute, bis morgen oder bis gleich. Ich mache noch eine zweite Folge. Ajo, ciao.